Der größte Unterschied ist sicherlich, dass das eine draußen, der Beachvolleyball findet draußen statt, Hallenvolleyball in der Halle. Man steht zu zweit auf dem Feld im Beachvolleyball, im Gegensatz in der Halle ist man zu sechst. Das Feld in der Halle ist 9x9 Meter groß und im Sand 8x8. Darüber ergeben sich schon deutliche Unterschiede. Also im Beachvolleyball hat man auf jeden Fall immer Ballkontakte, viel mehr Ballkontakte als in der Halle. Man hat keinen Trainer. Ja, die ganze Strategie ist darüber, dass man nur einen Blocker und einen Abwehrspieler hat, sehr verschieden. Man kann im Beachvolleyball nicht ausgewechselt werden. Das heißt, wenn es schlecht läuft, bleibst du trotzdem auf dem Feld, musst dich da rausholen. In der Halle wird ausgetauscht. Durch den Hallenboden ist der Hallensport schon athletischer. Die Sprunghöhen sind größer, die Schlaghärte ist größer. Im Sand würde ich sagen, da kann man sich sicherlich auch drüber streiten, aber ist das technische Gesamtanforderungsniveau noch größer, weil man alle Elemente auf gutem Niveau ausführen muss? Das Spiel ist einfach auch ein komplett anderes. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass das ein anderer Sport ist, Beachvolleyball und Hallenvolleyball. Ich habe mich am Ende für Beachvolleyball entschieden. Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist, dass man nicht ausgewechselt werden kann, dass man die volle Verantwortung trägt. Alle taktischen Anpassungen werden von einem selber getätigt, also ein hoher Grad der Eigenverantwortung. Dazu kommt dann auch noch, dass man im Beachvolleyball an den schönsten Stränden der Welt spielt, während man in der Halle immer ein Dach über dem Kopf hat. Ich spiele deutlich lieber Beachvolleyball, das war mir von Anfang an klar. Eben aus dem Grund, dass man nicht ausgewechselt werden kann, oft viele Ballkontakte hat. Man muss alles können, man muss zuspielen können, baggern können, angreifen können, muss einfach kompletter Spieler sein. Und was auch natürlich cool ist, die Atmosphäre beim Beachvolleyball gefällt mir. Da gibt der DJ im Stadion, heizt die Leute ein, spielt gute Musik, es wird gute Laune verbreitet. Und das macht mir persönlich dann nochmal mehr Spaß, als in Anführungszeichen nur in der Halle zu sein. Im Beachvolleyball hat man halt einen Blockspieler, der mittlerweile zumindest 2 Meter sein sollte, und einen Abwehrspieler, der auch immer größer wird, der im Moment so bei 1,90 beginnt, aber wahrscheinlich in 5 bis 10 Jahren auch schon Richtung die 2 Meter geht. In der Halle sind die Anforderungsprofile ganz unterschiedlich, weil man 4 oder 5 verschiedene Positionen hat. Ja, aber die spezifischen Anforderungen sind, man braucht 2 sehr große auf dem Feld, man braucht einen, der groß ist und am besten noch sehr gut springt, man braucht 2 technisch sehr breit ausgebildete, also das gesamte Anforderungsprofil geht sehr weit auseinander in der Halle. Ich würde sagen, für einen Anfänger sollte man auf jeden Fall mit Hallenvolleyball anfangen, weil da einfach die Grundtechniken leichter, also Beachvolleyball, wenn man das draußen tun würde, ist viel mit Wind, andere äußere Einflüsse da, die das Ganze nicht wirklich leichter machen, Beachvolleyball zu erlernen. Von daher würde ich auf jeden Fall in die Halle gehen. Das macht auch jeder so. Ich glaube, ich kenne keinen Beachvolleyballer, der nicht in seinen Anfängen im Hallenvolleyball aktiv war.